ich habe dir eines zu erklären. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Sie sind wehleidig, meine Herren. Und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen, was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier. Und geduldig hörte man Ihren Redner an. Sie reden von Verfolgungen. Wer hat Sie denn bisher verfolgt? Ich habe hier eines zu erklären. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Auch wenn Politiker schwächeln, da liegt es an uns, zu diktieren, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Und wer versucht, so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen für rechtes Geschwafel, der ist fehl am Platze. Und wir müssen diesen Leuten so schnell wie möglich und ganz ruhig den Spaß daran austreiben. Kein Millimeter nach rechts! Kein einziger Millimeter nach rechts! Und das ist so und das bleibt so! Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Sie sind wehleidig, meine Herren. Und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen, was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier. Und geduldig hörte man Ihren Redner an. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Sie sind wehleidig, meine Herren. Und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen. Ich habe hier eines zu erklären. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Sie sind wehleidig, meine Herren. Und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Sie reden von Verfolgungen. Wer hat Sie denn bisher verfolgt? Was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier. Und geduldig hörte man Ihren Redner an. Auch wenn Politiker schwächeln, dann liegt es an uns. Zu diktieren, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Und wer versucht, so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen für rechtes Geschwafel, der ist fehl am Platze. Und wir müssen diesen Leuten so schnell wie möglich und ganz ruhig den Spaß daran austreiben. Kein Millimeter nach rechts! Kein einziger Millimeter nach rechts! Und das ist so und das bleibt so! Sie sind wehleidig, meine Herren. Und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen, Sie reden von Verfolgungen. Wer hat Sie denn bisher verfolgt?